alle Götter tot, alle Kriege gekämpft, jeder Glaube an die Menschheit zerstört. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Devise oder die Zusammenfassung dessen, was man im 20. Jahrhundert in der ersten Hälfte Lost Generation nannte, die verlorene Generation. Generation perdue, sagte man in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts. Es waren amerikanische Schriftsteller, die sich dort um Gertrude Stein sammelten. Sie hatten alle Illusionen begraben, von ihrem Land enttäuscht, vom alten Europa erst recht während des Ersten Weltkriegs. Verlorene Generation, auch heute? Ich glaube ja. Wenn wir die Augen aufmachen, in die Wirklichkeit hineinschauen, in unsere Gesellschaft, dann sehen wir sie, verlorene Generationen. Mit Bindungsängsten, gerade letzte Woche erst eine Untersuchung, kaum jemand heiratet noch, kaum jemand gründet noch eine Familie, setzt Kinder in die Welt oder will sie gar erziehen. Zukunftsangst und Bindungsangst einer zunehmend verlorenen Generation. Eine Pädagogik, die verlorene Generationen hervorgebracht hat. Der Schock der letzten Monate, und wir als Kirche trauen uns das ja kaum noch zu sagen, weil wir zunächst mit Eigenaufarbeitung beschäftigt sind, aber dass diejenigen an den Schaltstellen einer sogenannten Reformpädagogik Kinderschänder waren. Das muss man sich erst einmal langsam vor Augen führen. Produktion einer verlorenen Generation. Junge Menschen, die sich verloren fühlen. Generation Praktikum nennt man das heute. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr, wird uns immer wieder gesagt. Wir haben uns darauf einzustellen, das heißt, wir nicht mehr, aber ihr. Verlorene Generation, auch auf dem Arbeitsmarkt. Alles, was über 50 ist oder über 40, unbrauchbar, unproduktiv, will keiner mehr, braucht keiner mehr. Verlorene Generation, auch in der Kirche. In vielen Klöstern gammeln verlorene Generationen herum. Menschen, die nicht gebraucht werden mit ihrem Charisma, die man nicht einbindet, die man irgendwie erträgt, aber letztlich nicht braucht. Sie sind der Untergang einer solchen Gemeinschaft. Aber nicht aus bösem Willen, sondern weil man ihr Charisma nicht sieht. Weil man das einfach nicht will, weil es vielleicht unbequem ist. Verlorene Generation. Auch bei dem, was wir auf dem spirituellen Markt als Massengeschmack und Kassenschlager konsumieren. Leicht verdaulich, gut bekömmlich, tut keinem weh, kitzelt alle. Aber geistlich, am Ende, verlorene Zeit, verlorene Generation. Alle Götter tot, alle Kriege gekämpft, jeder Glaube an die Menschheit zerstört, alle Träume ausgeträumt. Genau an diesem Punkt, liebe Schwestern und Brüder, sind wir im Evangelium beim sogenannten verlorenen Sohn. Am Schweinetrog, vor den Futterschoten, die ihm keiner gibt. Und als hätten sie es geahnt, ist es ganz gut, bei den Vätern einmal zu schauen, wie sie diesen Schweinetrog sehen. Bernhard, nicht verlegen um eine direkte Deutung, sagt, ist doch klar. Der hat sich seinen Sinnen, und zwar den fleischlichen, natürlich überlassen. Deshalb das mit der Schweinerei an dieser Stelle. Jemand, der sich nur davon steuern lässt, kommt an diesen Punkt. Er ist getrieben und ist dann zurückgeworfen auf sich selber, ohne Horizont, immer nur zu schauen, was brauche ich jetzt, schnell am Ende. Origenes, der ältere Kirchenvater, sagt es anders. Was ist das mit den Schweineschoten, fragt Origenes. Und das ist nicht weniger aktuell. Er sagt, das sind die Irrlehren.
die wir so schnell konsumieren wollen. Und die sind wohlschmeckend, aber sie machen nur fett, aber sie nähren nicht. Eine schöne Deutung, wie ich finde. Verlorene Generation, verlorener Sohn im Evangelium. Was ist eigentlich so schwierig daran, zurückzufinden, aufzubrechen, wie der im Evangelium? Was hält uns eigentlich, die wir auch in irgendeiner Weise zur verlorenen Generation gehören, davon ab, einen neuen Anfang zu machen? Ich vermute einmal, dass es folgende Überlegung ist. Prüfen Sie es für sich, ob es zutrifft. Zurückgehen kommt nicht in Frage. Ich bin ja gerade weggegangen. Ich bin ja gerade erst aufgebrochen. Das ist ja unglaublich. Wenn ich mich einfach an diese Stelle wieder aufmache, wo ich hergekommen bin. Die Psychologen würden das Regression nennen. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Ich kann mich ja nicht entwickeln. Ich müsste ja den Kopf unter den Arm nehmen und sagen, was ich jetzt gemacht habe, war alles falsch. Aber Sie werden es lange gemerkt haben, so geht unser Evangelium nicht und so erzählt Jesus nicht. Und so geht auch der Weg zu einem gelingenden Leben nicht. Es gibt heute genügend Impulse, auch in der Kirche, die einfach nur sagen, zurück. Wir müssen einfach nur zurück. Wir drehen das Rad zurück, die Zeit zurück, die Umstände zurück. Das ist eine Illusion, das geht nicht. Wenn wir ins Evangelium schauen, merken wir, der, der da aufbricht, der da sagt, ich will zu meinem Vater zurückgehen, weil er diese Adresse noch kennt, weil die Not groß genug ist vielleicht, sein eigener Hunger, weil er sich noch nicht zufrieden gibt mit diesem vorletzten Endpunkt, den er erreicht hat am Schweinetrog. Er geht nicht als der zurück, als der er weggezogen ist. Vielleicht können wir sagen, er ist erwachsen geworden, er ist reifer geworden, er ist ein Verwundeter. Er ist einer, der viele Erfahrungen gemacht hat und die meisten davon schmerzhaft. All das nimmt er mit. Und deshalb ist es keine Rückkehr, sondern Umkehr. Umkehr, die neu macht. Und auch wir sollten nicht in diese Falle tappen, Angst davor zu haben, zu dieser Adresse zurückzufinden, die Jesus hier klar mit dem Vater benennt und die ein Bild Gottes ist. Wir gehen nicht einfach zurück, von wo wir aufgebrochen sind, sondern wir kehren um als andere. Wir kehren um als Verwundete, wir kehren um als solche mit Erfahrungen. Und genau darin werden wir neu. Was hindert eigentlich uns, endlich aufzubrechen?